Meine Damen und Herren, nach § 4 Absatz 6 der Geschäftsordnung werden die stellvertretenden Präsidentinnen oder die stellvertretenden Präsidenten nach demselben Verfahren wie die Präsidentin oder der Präsident gewählt. Die Fraktionen haben sich mehrheitlich darauf verständigt, in der 17. Wahlperiode 2 stellvertretende Präsidenten zu wählen. Und dazu gibt es jetzt einen Geschäftsordnungsantrag von der Fraktion der AfD. Herr Baron, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, zunächst mal herzlichen Glückwunsch, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Die AfD-Fraktion hat sich nicht nur in den letzten Wochen Gedanken gemacht, wie das Hohe Haus als Ganzes besser repräsentiert werden kann, sondern bereits zu Beginn der letzten Legislaturperiode. Und deshalb beantragen wir, dass die Position des Vizepräsidenten aus der Mitte der Oppositionsfraktionen zu stellen ist. Darüber hinaus soll die geplante Position des zweiten Vizepräsidenten ausnahmslos gestrichen werden. Und ich begründe den Antrag wie folgt. Das Amt des Landtagsvizepräsidenten ist ein hohes Amt in der Demokratie, ein wertvolles Amt. Er führt unsere Geschäfte hier und wacht über Recht und Ordnung in diesem Parlament. Zu Beginn der 16. Legislaturperiode wurde nur ein Vizepräsident gewählt. Da sei es laut Herrn Storch darum gegangen, zu verhindern, dass die damals größte Oppositionsfraktion, nämlich die der AfD, den Posten erhält. Und Frau Aras hatte ja in ihrer Ansprache mehrmals davon von Zusammenarbeit gesprochen. Doch nun haben sich die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP dem Vernehmen nach darauf verständigt, dass der Landtag künftig wieder zwei Vizepräsidenten haben soll. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, denn nun heißt es plötzlich bei den Grünen, es sei aber wichtig, hier die Opposition einzubinden. Das ist allerdings sehr interessant und eigentlich müsste nun auch die CDU weiterhin an ihrer damaligen Meinung festhalten, dass es, und ich zitiere, keinen Anspruch auf einen Stellvertreterposten gibt, sondern nur darauf, dass es eine angemessene Vertretung gibt. Doch wie sieht diese angemessene Vertretung tatsächlich aus, meine Damen und Herren? Wir sehen es weder als geboten noch notwendig an, dass wir neben dem Vizepräsidenten aus der Mitte der Opposition einen weiteren Vizepräsidenten brauchen. Dies hat sich unserer Meinung nach in den vergangenen 5 Jahren tatsächlich bewährt. Damit wird noch vor dem Start der Koalition ein dritter Kostenaufwuchs eingeplant. Erst ein zusätzliches Ministerium und zahlreiche Staatssekretäre. Ich habe von der Zahl 14 gehört. Alleine die Mehrkosten in der ersten Schätzung von 2,4 Millionen für die nächsten 5 Jahre ohne Umzug, ohne Mitarbeiter, ohne teure, edle Staatspension. Das kommt noch obendrauf. Dann zweitens eine Verdoppelung des IT-Budgets und drittens ein neuer Parlamentsvize, der pro Jahr mehr als 100.000 Euro zusätzlich kostet. In 5 Jahren somit eine 500.000 an Mehrkosten. Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, den sich die Bürger nicht leisten können. Und das kann man diesen, den Steuerzahlern dieses Landes, ja ihren ganzen Wählern, meine Damen und Herren, die alle unter der Corona-Krise leiden, wirklich nicht zumuten. Und deshalb muss die CDU unserem Antrag eigentlich auch zustimmen. Allein schon aus Gründen der Sparsamkeit, nicht wahr, Herr Reinhardt? Und diese offensichtlichen Pöstchenzuschiebungen, wie wir sie schon bei den Koalitionsverhandlungen gesehen haben, schaden dem Ansehen der Demokratie und bestätigen dem kritischen Beobachter, dass die Politik sich den Staat zur Beute gemacht hat. So sieht es übrigens also aus, wenn die CDU die Frage der Finanzen und Sparsamkeit ernst nimmt, um hier Herr Reinhardt aus dem Jahr 2016 nochmals zu zitieren. Positiv muss allerdings auch erwähnt werden, dass sich die grünen und schwarzen Bewerber unserer Fraktion immerhin vorstellen wollten. Die SPD hatte noch nicht mal den Anstand, diese parlamentarische Gepflogenheit einzuhalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb können Sie alle, ohne Ihre Argumente von 2016 noch weiter zu wiederholen, unserem Antrag mit gutem Gewissen nur zustimmen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann lasse ich über den Antrag der AfD-Fraktion Streichung der zweiten Vizepräsidentenstelle oder Präsidentin abstimmen. Wer dem Antrag der AfD-Fraktion zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen?
Enthaltungen. Damit ist der Antrag der AfD abgelehnt.